So, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Willkommen zu einem neuen Himiway Vlog. Berghoch, wie es sein soll. Ja. Weil berg runter braucht man kein E-Bike. Ja. Soll ich ein bisschen treten, muss man. Ihr seht, hier macht auch ordentlich mit. Tretunterstützung läuft. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zur Garage von mir. Ich habe noch eine Garage. Und die vermiete ich aktuell. Und da gibt es ein Problem, und zwar haben wir keinen Strom. Man möchte ja auch ein bisschen Strom haben, würde ich sagen. So, unverrichteter Dinge, also verrichtet schon, aber unverrichteter Dinge muss ich jetzt weiterziehen. Oder werde ich jetzt ein bisschen weiterziehen, weil ich habe es probiert. Tatsächlich. Neue Sicherungen rein, neue Sicherungseinsätze. Das Ganze war aber nicht von Erfolg gekrönt, sprich also es gibt immer noch keinen Strom. Aber es lag Strom an, es hat kurz Knack gemacht bei der Sicherung. Ja. Also es gibt nur zwei Optionen, entweder Verteiler kaputt oder falsche Sicherungseinsätze. Wobei falsche Sicherungseinsätze sollten es nicht sein, weil ich die gleichen genommen habe, die da schon gefühlte 100 Jahre drin waren. Gott, jetzt ein Fachmann drüber gucken. Ich bin kein Fachmann. Ich bin kein Elektriker. Vorne kommt übrigens der rote Albert. Wer sowas kennt, ist eine Schlossbahn bei uns. Besonders an dem Ding fährt komplett elektrisch. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Was mich nur so ein bisschen gerade irritiert, ist der Akkustand. Und zwar haben wir jetzt 3 von 5 Balken noch. Und ich bin 7 Kilometer gefahren. Klar, Steigung. Aber so heftig, weiß ich nicht, mit Geschwindigkeitsstufe 3, was da los ist. Keine Ahnung, warum das jetzt so nicht funktioniert richtig. Kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich auch nochmal Danke sagen für den Kommentar bezüglich der Ladebuchse hier, dass dort gewisse Stromstärken nicht überschritten werden dürfen. Ich glaube, es war 1 Ampere. Smartphones im Speedcharge haben ja ein bisschen mehr bekanntlicherweise. Die Frage wäre auch, ob Speedcharge aktiviert wird, wenn das eingesteckt wird. Ich möchte es aber nicht probieren. Ich möchte mir das Ding nicht kaputt machen. Also auf jeden Fall, falls ihr ein Smartphone ansteckt, würde ich euch auch sagen, versucht es im Nicht-Speech-Charge-Modus, wenn es die Möglichkeit gibt, das Ganze umzustellen. So, das ist ja natürlich jetzt wunderbar spannend. Durch den Wald ist es ein bisschen windig. Und der Weg hier, ihr seht, das ist ein Trampelpfad. Ist ja nur kein Fahrradweg, aber dafür ist das Himiway ja auch wieder richtig geil. Bin hier lange nicht gewesen. Oh cool, da haben Kinder oder Erwachsene eine Hütte gebaut. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Die habe ich voll unterschätzt gerade die Kurve. Ist hier nicht im Gemüseland, ne? Jawohl. Also Himiway Cruiser im Gelände passt. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Oder ich habe schon mal gesagt, Mensch, das müsste ja eigentlich passen. Ja. Ihr seht jetzt die Steigung hier nicht, beziehungsweise das Gefälle. Das ist schon ganz ordentlich hier. Das ist auch ganz cool. Meine Bremse quietscht natürlich auch, so wie bei allen anderen Himiway-Fahrern, was ich so gesehen habe. Also es gibt ja gefühlt keinen, bei dem es nicht quietscht. Ah, hier vorne ist die kleine Schanze. Ich erinnere mich, ich bin hier als Kind nämlich auch öfter mal gewesen. Und hier sind wir gerne drüber geüpft. So, da hinten ist der andere Weg, an dem es besser geht. Na, ist egal. Mitten im Wald hier. Für den Himiway-Cruiser kein Problem. Ah, für mich auch nicht. Wie findet ihr meine Spiegel? Ich finde die cool. Der linke Spiegel ist super, da brauche ich nur, muss ich mal so sagen, ja, ich brauche nur, wenn einfach reinzugucken. Beim rechten Spiegel muss ich den Arm dann heben, um zu sehen, was dahinter ist, weil er sitzt nicht so weit außen durch das Handgas.
Ja. Dementsprechend muss ich da ein bisschen besser nochmal hingucken, nochmal ein bisschen genauer immer. Aber das ist ja kein Problem, einfach mal genau hinzugucken. Jo, da ist eine neue Brücke, die ich noch nicht kenne. Ja, gut, neu ist die nicht, aber eine Brücke, die ich noch nicht kenne. Ist ja auch cool. So. Kilo Fahrrad. Aber geht. Ging gut. Sehr schön. Ja, und das Gelände hier, also Feldwege, Waldwege. Das ist so das, wo der Cruiser sich auch, denke ich, zu Hause fühlt. Ich merke es, es fährt sich wunderbar. Ja, mich macht das mit dem Akku halt nur gerade stutzig. Aber ich weiß, es gibt ja auch noch so einen Bug bei den Dingern, dass von 36 auf 48 Volt irgendeine Einstellung manchmal fail ist. Ja. Es gibt dazu auch Videos, habe ich schon gesehen. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht mal mich schlau mache. Hier geht rechts ein Radweg lang. Okay, sieht interessant aus. Guck, was steht denn da dran? Aha. Na ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, in welche Richtung das geht hier. Ein bisschen Anstieg haben wir hier. Ein bisschen dreckig ist es auch. Man sollte bei Wind und Wetter ja nicht unbedingt im Wald sein, also bei Sturm. Aktuell haben wir keinen Sturm. Wir haben zwar Wind, aber keinen Sturm. Eine Kollegin von mir ist gerade bei der Weiterbildung. Wer es noch nicht weiß, ich bin Erzieher in einem Kindergarten. Und meine Kollegin, die ist gerade in der Aus- bzw. Weiterbildung zum Waldpädagogen und kann dort immer coole Sachen mitbringen. Unter anderem auch das Wissen, dass man bei gewissen Windstärken nicht in den Wald soll, darf mehr. Da vorne ist ein Wandersmann. Sehr cool. Ja, dieses Wissen habe ich natürlich nicht. Das habe ich mir noch nie angeeignet, aber das ist immer ganz praktisch. Wenn es dann jemanden gibt, der über dieses Wissen verfügt. Und wenn man hier so durch den Wald fährt, könnte man eigentlich denken, hier bei uns im Harz ist alles in Ordnung. Im aller Wald, alles schön. Ja, hier unten bei uns geht es auch noch. Wenn man dann weiter im Oberharz ist und, sage ich mal, auch Richtung Borken, da sieht das Ganze dann schon anders aus. Da hat man Stellen, die sind kahl. Da ist einfach nichts. Da liegen tote Bäume, wild quer verteilt. Da vorne zum Beispiel sieht man ganz gut. Die Bäume liegen an der Seite. Alles umgestürzt. Da sind die ersten toten Bäume da oben. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Es müssten Fichten sein. Jetzt merkt man auch, hier ist es frei. Hier brechen die Bäume auch gern. Ja, und hier ist es auch windig. Mein Akku hat noch zwei Balken, das ist ja der Hammer. Ich bin hier gerade mal mit Geschwindigkeitsstufe 3 9 Kilometer unterwegs. Wow, Hemingway, was machst du? Cruiser, was ist los? Na klar, er hat Vollunterstützung gerade, aber das ist irgendwie doch ein bisschen, ja, komisch, muss ich sagen, dass ich jetzt nur noch zwei Balken habe. Da ist das andere E-Bike, was ich noch habe, das EMTB, was ich aktuell verkaufe, ist da ein bisschen besser. So, hier geht es zum Elverstein, steht dran. Und geradeaus geht es nicht, das Sackgasse. Ja, mal sehen. Eigentlich habe ich ja vor, mit dem Cruiser auch gerne die Strecke von mir aus durch den Wald, so wie hier, Richtung Borken zu machen. Das sehe ich jetzt gerade, wenn ich den Akkustand sehe. Nach 9,2 Kilometern sehe ich das irgendwie nicht, muss ich sagen. Also ich finde es ganz entspannt hier, muss ich sagen. Da rechts geht ein Radweg rüber, hier links geht ein Radweg lang. Da hinten hat man Wegschilder. Da muss ich doch mal ganz entspannt einfach mal gucken. Wo geht's denn dahin?
Da geht's noch 3 an Hohne, da geht's wieder zurück nach Hause. Da steht noch was anderes. Und zwar, wo es dahin geht. Ja, 3 an Hohne. Nee, da will ich nicht hin. Ich nehme den Weg hier auch wieder Richtung Heimat. Weil das, die Sache mit dem Akku sehe ich gerade irgendwie nicht so, sage ich mal. Ja, also, wenn ich jetzt sehe, 2 Balken, ne? Weiß ich nicht. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen mit dem Video, was ich gesehen habe, auch mit dem Umschalten von 36 auf 48. Weil sonst muss ich sagen, hatte ich eigentlich bisher nicht das Problem, dass ich eine Akkuladung hatte, die nur gefühlt 10 Kilometer gereicht hat, was ich ja jetzt hier so gesehen habe. Sondern da war das schon, dass die Akkuladungen mindestens 60 Kilometer gehalten haben bisher. Und das, muss ich jetzt nochmal sagen, sehe ich gerade hier nicht. Dass nach 9,6 Kilometern hier noch 2 kleine Pünktchen draufstehen und das war's. Also, das sehe ich echt nicht. So, ich werde jetzt den Cruiser mal ganz kurz neu starten. Schiefersteine, spitze Steine, jawohl. Hemiway Cruiser, let's go. Wir haben wieder 4. Uah, geil. Wir haben wieder 4 Balken. Richtig geiles Terrain hier für Mountainbiker. Bin ich zwar nicht, aber... Boah. Wir haben Hemiway dabei. Ja. Ah. Jawohl. Und das sollte ja ganz gut gehen. Und das geht auch ganz gut hier. Ach, hier kommt man dann raus. Sehr schön. Sehr schön. Was sagt ihr eigentlich zur Perspektive? Besser oder schlechter als letztes Mal? Letztes Mal war ja eher so die fast ohne Tacho-Perspektive. Dieses Mal sieht man mehr. Ein bisschen blöd finde gerade ist dieser leichte Regen, der in der Luft ist. Das stört mich so ein bisschen. Dieses Nasse, dieses feine Nasse, das stört mich so ein bisschen. Aber dafür ist es immer noch Winter, muss man dran denken. Es ist nicht irgendwie Frühling oder Sommer, es ist einfach immer noch Winter. Man kennt es. Wieder nur 3 Punkte jetzt hier nach einem kurzen kleinen Stück, was jetzt nicht irgendwie dolle steil war. Komisch. Echt komisch. 10 Kilometer gefüllter Akku leer. Gut, leer nicht ganz, aber gefühlt ist er leer. Für die Verhältnisse vom Cruiser. Was sind denn so die Reichweiten, die jetzt terrainmäßig bei Leuten sind, die jetzt zum Beispiel nicht, wie ich, im Mittelgebirge direkt im Bergischen Land hier wohnen, ja, sondern vielleicht an der Küste wohnen? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, das ist ja sowieso noch was anderes, ob du nur flach fährst, oder ob du halt Berge hast, so wie ich jetzt immer wieder, wo du hochklettern musst mit dem Fahrrad. Auch Steigungen, die du nicht siehst, wie zum Beispiel die jetzt von hier bis runter zu dem Wahrzeichen Westerntor bei uns. Das sind 50 Höhenmeter, das merkt man überhaupt nicht. Weil 50 Höhenmeter ist, muss man sich mal vorstellen, ist einfach so hoch. Einfach so hoch wie unser Haus mal 3 fast. Nee, sogar mehr, warte mal. Mal 4. Das ist schon Wahnsinn.
Da hinten, ganz in der Ferne, ist das Schloss. Da waren wir ja bei dem letzten, war ich da ja unterwegs. Bin auch letzte Woche da oben einen Weg gefahren von 25 Kilometern unter anderem. Da hat der Akku nicht so ausgepowert reagiert. Da gab es keinerlei Probleme. Das letzte Mal, die ich jetzt hier sehe und nicht verstehe. Tatsächlich. So, wieder im Wald. Rechts neben uns ist die Holtemme, ist ein Fluss. Bei uns, ein relativ großer, auch ziemlich gut voll. Gut, liegt jetzt daran, dass vielleicht Schneeschmelze auch war schon im oberen Harz. Ne? Dass es Schietwetter hat, wie man an der Küste sagt. Ne? Na gut, Schietwetter ist ja wieder was anderes, heißt ja eigentlich auch was anderes. Aber alle denken, es ist Mistwetter. Ich bin gespannt, muss ich sagen. Wenn wir das nächste Mal zu unserem Campingplatz fahren, was da der Cruiser an Reichweite dort ausspuckt. Ja, das ist ja Nordsee. Ja, es ist flach und hier ist Harz. Das ist nicht so flach bekanntlicherweise. Und das ist ja halt ein Unterschied dann. Ich bin gespannt. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare auf jeden Fall zur Reichweite bei euch in der Heimat. Und vielleicht auch dazu schreiben, in welcher Ecke welches Terrain ihr wohnt. Ach, ich mag es, mit Menschen im Gespräch zu sein. Manchmal hasse ich auch Menschen, aber meistens mag ich Menschen. Und mit ihnen zu sprechen ist schon manchmal ganz lustig. Ne? Muss ich sagen. Ich habe übrigens mein Handy jetzt gerade nicht drin. Ich habe auch mein Schloss gerade drüber geklemmt. Hier unten in der Rockbros Tasche. Und ich dann aktuell jetzt eine kleine Runde fahre, die ich so im Kopf hatte. Beziehungsweise mal ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, lediglich die Sache mit dem Akku lässt mir jetzt irgendwie keine Ruhe. Ansonsten läuft das ja, ne? Läuft ja von alleine. So ein Cruiser fährt im Gelände super. Haben wir gerade bewiesen wieder. Und es macht Spaß. Und mit noch mehr Leuten macht das noch mehr Spaß, bestimmt. Ich freue mich auch drauf, wenn wir wieder gemeinsam Fahrrad fahren können. Wenn meine Frau wieder Fahrrad fahren kann. Aktuell kann sie nicht. Und wenn unser zweites Kind dann soweit groß ist, dass es dann im Fahrradanhänger mitfahren kann. Ich habe hier am Cruiser ja eine Kupplung dran für einen Querido. Unseren Querido, den haben wir damals abgekauft. Gebraucht war es damals von guten Freunden. Der tut seinen Job richtig super, hat unserer Tochter schon, sage ich mal, die Liebe hier zum Radfahren gegeben. Klar kann man solche Trails dann nicht fahren, die man sich wünscht durch den Wald. Man muss gucken, wo, wenn ein Fahrradanhänger dran ist, wo kann man langfahren. Aber das ist ja kein Problem. Da macht man sich vorher schlau. Gibt ja schöne Apps auch, wo man sich schöne Wege aussuchen kann. Ja? Dann legt man es hier hin und dann passt das. Und man denkt dran, kein Speed Charge. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es das dann anvisieren würde, weil wenn du dein Kabel, geil, wenn du dein Kabel reinsteckst in eine normale Buchse, eine normale USB-Buchse vom Rechner zum Beispiel, dann macht er auch nicht normal Speed Charge, sondern lädt nur normal auf Langsamkeit. Bei uns im Auto ist das auch. Wir haben, ich glaube, Autos habe ich hier auf dem Kanal nicht vorgestellt. Ich kann es euch nur kurz sagen dann. Wir haben VW Up und einen Bus, einen T6. Und beim VW Up kann man das quasi mit als Navigationssystem und so weiter einrichten. Und da kann man das Handy auch anstecken. Und dann ist auch kein Speed Charge. Ja, das ist eine Sache, über die macht man sich auf jeden Fall dann doch schon Gedanken. Danke nochmal für den Kommentar. So, und an dieser schönen Stelle hier, mitten auf der Straße, verabschiede ich mich, danke euch fürs Zuschauen.
Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt bisher. Der Algorithmus bringt mehr und mehr Leute her, finde ich super geil. Lasst uns gemeinsam ein bisschen Rad fahren und ein bisschen lernen. In dem Sinne, ciao.